Hallo und herzlich willkommen heute in ETS 2. Gestern schon live, heute Abend noch live. Oh, ich werde langsam zu. So, langsam. Fleißig. So wie das im Titel steht, ETS 2, Radler nach Italien fahren. Also das sieht er ja im Spiel. Und ja. Schön mit dem Scania. Noch kurz eine rauchen. Und dann machen wir nochmal Abfahrkontrolle hier. Hallo Sandra, na? Schön, dass du wieder da bist. Wie geht es dir? So. Dann wollen wir mal den Hobel starten. Ich muss brüllen. Ich will ja nicht herumschreien. So, dann wollen wir mal den Hobel starten. Ein schöner V8 Sound. Dann Disco Pogo an. Gucken. Dann sagen wir mal Feuer. Ja, ne? Der ist ein leichter Sound. Mal gucken, wie bald meine Italienisch reicht. Schade, dass es nicht dunkel ist. Ja, mir geht's auch gut, Sandra. Ganz gut. Wenn ich keine Unfälle baue, geht's mir gut. Wenn ich Unfälle baue, geht's mir nicht gut. Läuft das Film? Ist Bild und Ton gut? Hey, sorry, ich kann keine Zeit. Ich kann nicht anhalten. Ne? Merkt einfach mein Nummernschild und ne, wir schnacken. Ciao, ciao.
Ja, den einen Kollegen, den ich da hinten ein bisschen von der Straße geschoben habe, der soll sich einfach über WhatsApp melden und dann klären wir das schon. Ich habe Termindruck. Hab 9 Stunden zu fahren, also ich habe keine Zeit, mit ihm rumzuspielen. Falscher Knopf. Oh, jetzt fahr vorbei mit deinem komischen Verschnittauto da, was das auch sein soll. Keine Ahnung. Stopp! Ja, was ist los hier? Fahr! Ey! Huhu! Ich hab Vorfahrt. Mit dem Unfall hier, mit, ne, hier rechts, hier den Unfall, mit den Jungen habe ich nichts zu tun, das war ich nicht. Da bin ich unschuldig. Moin Moin, Stefan, na? Ich habe nichts angestellt. Gar nichts. Nix. Ich bin unschuldig. Du willst mich doch nicht überholen mit deinem komischen Volvo da oder der MAN, was das auch ist. Was? So nicht, ja? So nicht. Na klar. Das Leben ist schon ernst genug. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Der fängt schon wieder an wie gestern, ey. Oh, Gottes Willen. Was du bremsen, hä? Gas geben. Rechts Gas, Mitte Bremse, links Kupplung. Nice, ne? Ja.
Ja, der ist immer frech. Nicht nur heute. Es gibt keinen Tag, wo der nicht frech wird. Oder ist. Ich bin nie neben der Spur. Ich halte meine Spur immer geradeaus. So, wie schnell fahren wir? 74? Da geht noch was. Mal ein bisschen den Pinsel durchdrehen. So. Hey Katze. Wie geht es dir? Aktuell 5 Zuschauer, ja moin. Schön, dass ihr da seid. Sechs Zuschauer? 4? Oh Gottes Willen. Was geht denn jetzt ab? Alle schon Lichter? Nein, Chris, du teilst den Stream nicht. Sei artig. Sei ein artiger Wario. Das stimmt, du warst noch nie artig. Also versuch das mal heute mal artig zu sein. Da ist auch gerumst, das war ich nicht. War was? Nee, ne? Kann man ja weitermachen. Warte mal. Mal ganz kurz aus dem Spiel raustappen. Den Chat mal woanders hinlegen. Den Monitor hier. Fünf Zuschauer, ihr seid doch verrückt. So. So, jetzt geht's weiter.
laut. Der Fahrradmotor der Brücke ganz schön, der ist ganz schön laut. Von außen. Nein, Christen, nein. So nicht. Lulu, balla balla. Was? Nee. Wir fangen nicht an wie gestern. Aber irgendwie gefällt mir das hier noch nicht, wie das. Das gefällt mir einfach noch nicht. Das geht so nicht. So ist schon besser. Jetzt kann ich arbeiten. Ja, das war gestern sehr lustig. René, du Schlipper, moin, Like ist da, dankeschön, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Das ist schön zu hören, wenn alles easy soweit ist. Ja, läuft, ne? Ja, Stefan, müssen wir das nächste Mal machen, weil Chris hat keine Zeit. Dann müssen wir das nächste Mal machen mit Multiplayer. Vielleicht kriegen wir das ja mal in der Woche hin. So, wir sind langsam dunkel, dann wollen wir mal meine neue Beleuchtung anmachen, ne? So. Hallo, schön, dass du da bist. Danke für deinen Daumen. Oh Mann, was geht denn jetzt hier ab? Danke Katze für deinen Daumen, danke. Ach Stefan, wieso bis die Tage? Man sieht sich bestimmt heute Abend noch. Oder man hört sich heute Abend.
sagt der andere, alles gut, alles gut. Es gibt Tage, wo ich noch mehr abdrehe. Ich könnte ja das wiederholen, was ich gestern gemacht habe. Ne, Chris, du bist wie ein Boomerang, ne? Schmeiß weg, kommst zurück, wa? Ja, das kannst du dir auch anschauen. So, was ist mit dir los? Sonntagsfahrer hier oder was? Erst Gas geben, nicht erst ausbremsen und dann Gas geben oder was? Das sind die richtigen. Hallo Ricardo. Einpacken wird nachher lustig. Ich glaube, da freut sich Chris schon drauf. Ja, Stefan, wir wissen, wie du das meinst. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ach so. Das dauert ja noch, bis man am Ziel ist. Die nächste Pause ist in 4 Stunden. Alles klar. Was? So dicht, du. So aber nicht. Und schalalala. Hey, hey. Goodbye. Nee, wir lassen das jetzt. Ganz ab, na? Was ist los hier? Gib Gas, Junge. Na, das sind mir die richtigen.
ausbremsen und Gas geben. Was? Ja, nee. Boah, Alter. Fahr doch gleich mit 10 km/h. Steig doch aus und schieb dein LKW an. Ja, nee. Am besten aussteigen, LKW anschieben. Alter. Das glaube ich auch. Ich glaube, das glaube ich auch. Tue ich mir nicht an. So. Oh shit. Dann. Schön, dass du da gewesen bist. Eine Schneichtüte da, ey. Kann ja nicht angehen, ey. Tanken muss ich auch gleich noch. Das komme ich nicht mehr bei. Das muss ich mein LKW anschieben. Und bei 23 Tonnen anschieben, ja. Nee. Einfach nee. Ja, guck mal, wo ich bin. Also, einmal bei der Ruhe.
Nee, das schafft man nicht. Ich bin ja nicht Herkules. Oder Hulk. Mann, hat der Durst. Apropos Durst. Soll ich jetzt hier noch eine Pause machen? Oder wie sieht's aus? Oh. 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 Wie sieht's aus? Soll ich jetzt hier eine Pause machen? 2 Stunden? Ja, ich fahre jetzt mal. Wird schon schief gehen. Tanken war mir ein bisschen wichtiger als schlafen. Ja, wir fahren ja durch die Schweiz da durch. Die Schweizer Käse. Ui. Ganz schön eng hier. Ja, wird dann wieder hell. Muss ja bald schlafen. In einer Stunde muss ich so heiler machen. Da meckert er ja schon, da geht er schon. Da geht er. Das muss ja ruhig. Kann ich auch fertiger machen, sieht man mehr. Ich habe ja schon die hellen Scheinwerfer. Einmal rechts, einmal links, einmal wieder rechts, dann wieder links. Komm ja voll mit dem Wanderpokal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, moin. Rechts.
ganz sanft senken, lenken. Wenn man ja nicht umkippt mit dem Hobel. Was wäre das jetzt hier für eine Aktion? Alter. Du bist ein... Wir wurden bestimmt Eier gekauft von Chris hier. Bremsen mich aus hier, ey. Was ist denn los? Jo, ich weiß. Guck mal, wo ich bin. Ah. Toll. Shit. Ah. Ah, verdammt. Was denn jetzt? Musik. Mach mal die Musik aus. Soundeffekte machen wir so und dann mal so. Dann. So, wie viele Kilometer habe ich noch? Ich habe einmal zu viel geschlafen. Verdammt. Verdammte Axt. Und jetzt komme ich zu spät. Zu spät. Zu spät. Verdammte Axt. Ich mache den Spiegel aus. Ich brauche keinen Spiegel. Jetzt muss ich durchgehen, 90 km/h fahren. Jetzt muss ich Feuer geben. Oh Mann, ey. Ist das ärgerlich. Aber egal. Passiert.
was habt ihr alle jetzt schon so gemacht? Auf dem Sonntag oder was macht ihr alle noch so? Außer so ein möchte gerne YouTuber wie mich anzugucken. Der nicht mal richtig spielen kann. Ja. Chef Hentons. Oh Mann, das wird. Ärger, sie fallen in der falschen Gegend. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, da kommt keiner von vorne. Eigentlich ist hier Überholverbot. Ja, ich mache auch nicht viel. Einfach heute ein bisschen zocken. Boah. Also jetzt fahre ich ein Bär. Jetzt fahre ich ein bisschen aggressiver. Ja. Und in der Hoffnung, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen schweren Unfall habe, der mir komplett alles zerreißt. Also du fährst ohne Aufkleber, du darfst 90 fahren, ne? Das ist dir klar, ja? Weil ich eigentlich nicht 90 fahren darf, ich darf eigentlich nur 80 fahren, aber... Dir hängt die Zeit im Nacken. Die Kurve sieht eng aus. Alter, die Waffe. Hallo, Polizei. Oder Polizei, oder? Es ist jetzt schon wieder so dunkel hier. Das möchte ich nicht erleben. Irgendwie in der Panne auf der Autobahn zu haben. Und wenn ja da die
die LKWs da mit 80 oder 90 vorbeiballern, möchte ich nicht erleben, ey. Aber so bin ich wenigstens ausgeruht. Das ärgert mich. Zwei Stunden noch. Zweihundert Kilometer noch. So spät komme ich sowieso. Das bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt noch auf dem alle, die ich überholt habe, überholen mich jetzt. Mann, fahr! Fahr doch! Das weiß ich auch nicht, Sandra, wo die alle jetzt hin sind. Dein Ernst? Gib Gas! Das weiß ich auch nicht.
Und die sind alle im Hintergrund. Und warten auf die bösen Buben, die einfach was reinschreiben. Was? Wie hab ich noch. Oh shit. Weil die können diesen Chaos hier nicht angucken, den ich hier veranstalte. Den Kollegen extra Platz gemacht, wenn er reinfahren kann. Aber hat er bestimmt nicht gemacht. Naja. Ja, ja, 1100. Das interessiert mich eine Bohne. Just in time. Keine Zeit. Gib Gas. Ich muss hier rum. Shit. Shit. Oh Mann. Boot möchte ich gerne fahren. Das nehme ich gleich mit. So. Ey, was brennst du hinten drauf? Ey.
Alter, ist das eng hier. Jo, ich liebe doch nicht die Herausforderung. Verdammt. Gar nicht so rum. Ja, Sandra, ich habe mich, glaube ich, überschätzt. Glaube ich, rasse gleich dagegen, ja. Verdammt. Das passt. Das passt noch nicht so ganz, Sandra. Diesen einen Auflieger in den rechten Spiegel nicht. Ich komm da nicht rein. Zieh ich nochmal gerade. Würde ich ja gerne, ich würde es ja gerne passend machen, aber da habe ich Platz. Jetzt sehe ich den komischen Auflieger. Ziehe ich ihn nochmal gerade. Dann müsste das eigentlich passen. Naja, gerade ist er nicht, aber... So.
Aufleger drinne. Verspätet. Wo sind hier? Haben die auch in der Werkstatt hier? Ah, da oben. Oh Gottes Willen. Okay. Ich glaube, ich muss mal meinen Truck reparieren. Und dann nehme ich mir das Schiff nachher mit. Taritara, die Feuerwehrstar. LKW mal ganz kurz reparieren. Vielleicht hat er ja was. So. Ja, 2% Schaden. Noch ein Scania-Händler. Aha. Bam, 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 bam. Ich fahre ja schon wieder wie eine besenkte Sau. Das Schiff da, das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt mit. Könnte mir jetzt hier auch noch die Firma kaufen, aber nö.
Hallo, ich bin wieder da. Autorennen. Ja, das wird aber jetzt eine schnelle Nummer. 3 Stunden, 10 Minuten, 201 Kilometer. Ich will das Schiff haben. Ich will Schiff fahren. Also, ja. Das war da auch wieder. Das Schiff soll ich dir vorbeibringen. Sandra will schippern gehen. Ja, ich wollte gerne mit. Wenn du mich mitnimmst, Sandra. Das sieht immer so aus, wenn ich gleich die Ampel hier mitnehme. Na klar. Dann wollen wir mal das Schifflein mal ohne Schaden mal wegbringen.
Nordsee? Von der Nordsee bin ich ein bisschen weit weg. Ich bin ja in Italien. Musst du nach Italien kommen, Sandra? Neun Tonnen wiegt das. Das ist eine Yacht. Yacht Queen. Oh. Ich würde mal sagen 3, 2, 1. Unsers. Ja, jetzt stellen wir uns hoch. Ja, ja, da lang. Kommen wir auch. Wir scheppern irgendwo hin. Wir nehmen Essen, Trinken, alles mit und dann machen wir eine Weltreise mit der Yacht.
Alter, was ist überholt? Ja. Dann gibt es einen schön gegrillten Fisch. Hört sich gut an. Kriegt man ja Hunger. €26 Ja. Die nehmen das auch von den Lebenden. Den. Mann! Hätte das nicht da vorne sein können? Wollte ich mich da schon wieder reinprügeln. Da wohne ich aber nicht.
Nee, das Meer sehe ich auch hier nicht. Verdammt, ich habe mich verfahren. So. Sorry. So, dann suche ich mir gleich mal hier einen Schlafplatz. Hier ein LKW-Händler. Ja, Sandra, guten Appetit wünsche ich dir. Dankeschön, dass du da gewesen bist. Vielleicht hört man sich auch heute Abend nochmal bei LS 19. Danke für dein Like und ja, allgemein, dass du da bist. Und ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Der Truck schon wieder kaputt, oder? Kann auch nicht sein. Ich habe keinen Unfall gebaut. Habe ich nicht dran erinnert. Da, Sandra, hast du noch mal einen LKW? Siehst du noch mal einen LKW zum? Komm gleich wieder. Bis heute Abend, Ricardo. Schön, dass du da gewesen bist.
Fährt ja keiner, dann kann ich. Nee, erscheine lieber. Boah. Ich habe auch noch ein Volvo. LKW, blablabla. Den Volvo kann ich dir auch mal zeigen. Aber ich glaube, du hast dich mehr in den Scania verguckt. Und so sieht der Volvo aus. Den Scania nimmst du oder den Volvo? Der Scania hat vielleicht einen Echt-Sound drin, einen echten V8-Sound. Habe ich mir runtergeladen. Und dann habe ich noch zum Angebot ein MAN. Der sieht denn so aus. Ja, ich finde aber ich finde den hier am besten. Den habe ich viel besser hingekriegt. Den Scania. Gerade auch mit dem Sound. Das kommt euch noch. Ja. Ja. Da fällt wirklich nur der Teufel drauf. Oder einen schönen Drachen oder so. So einen schönen bösen Drachen. Das könnte ich stundenlang machen, ne? Schöner Scania. Auflieger. Benutzen. Okay. Wer kommt mich holen?
Ja. Ich muss mal gucken, wenn ich nochmal irgendwie im Internet irgendwie sowas finde. So ein Drachenskin. Und dann hier hätten auf mein Auflieger auch rauf. Aber mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt auch. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Vielleicht bis heute Abend. Vielleicht hört man sich heute Abend nochmal. Ah, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, Sandra. Und ja, vielleicht hört man sich heute Abend bei LS19. Ja, da muss ich mal gucken, wenn ich was Schönes finde. Und ja, sag nochmal vielen Dank für Like, dass ihr da gewesen seid. Und vielleicht bis heute Abend. Bye bye Sandra, euer Martin, Scanningbude, ich bin raus, schau mit Ö und vielen Dank.